Folge 4 der Penny DEL Eishockey-Grillmeisterschaft. Wir haben keine Angst vor den Nürnberger Bratwürstchen. Die Haie, selten so zahnlos gesehen. 14 Teams, 7 Duelle. Zwei Mannschaften, zwei Gänge und super Stimmung. 60 Punkte sind das große Ziel. Und auch in Folge 4 haben wir 4 Hauptdarsteller. Mirko Pankowski. Justin Schütz. Kölner Haie. Dann richtig. Richtig, hat sie gesagt. Was ist denn da nicht richtig? Justus Böttner. Konstantin Braun. Nürnberg. Ice Tigers. In der Küche sagt man immer, oui, Chef. Oui, Chef. Wir sind hungrig. Auf das Duell. Sehr hungrig. Und das Duell heute heißt die Kölner Haie gegen die Nürnberg Ice Tigers. Unser Küchentiger, a.k.a. Polo, ist bereit zum Anpfiff. Zunächst aber verrät uns unsere Küchenchefin Meta, was landet auf dem Grill? Ja, heute wird es international. Wir machen ein Philly Cheesesteak in a Hotdog Roll. Okay, Polo, auf. Ich fange an. Dein Kommando. Bitte. Ich glaube, dieses Gericht mögen einfach alle. Super einfach, lecker. Mm. Du weißt, was wir machen? Ja, den Paprika entkernen und in Scheiben schneiden. Oha. Verteidiger wissen nun mal ganz genau, was wir machen, gegenseitig. Ach, das lief alles nach Plan. Ronny, du machst das aber nicht zum ersten Mal, oder? Nee. Eine Zwiebel schneiden? Ich darf zuarbeiten in der Küche zu Hause. Zuarbeiten. Fleisch muss ich meistens machen. Das Fleisch, was du regelmäßig machst, schiebst du jetzt ab? Ich guck mal, wie er das macht und dann greife ich notfalls ein, wenn er das Scheiße baut. Okay. Wie auf dem Eis also, oder? Richtig. Ich muss da sagen, da muss ich mit Justus nochmal sprechen. Ich wollte ihn eigentlich alles machen lassen, aber leider war er einfach zu schlecht, um alles zu machen. Und deswegen musste ich dann doch mithelfen. Wir haben ein bisschen drüber geredet tatsächlich, wie wir die Aufgaben verteilen. Ich habe ja auch gesagt, ich würde gerne die Sachen machen, die man wahrscheinlich nicht falsch machen kann. Schnippeln. Und jetzt hast du die Strategie geändert. Wieso? So hast du vorgestellt. Das ist ja blöd. Er hat es von Anfang an selber gesagt, dass er nicht der beste Koch ist. Und das hat er auch bestätigt. Was möchtest du denn hier? Ach nix, ich wollte noch was gucken schnell. Alles gut. Brauchst du einen Saver, weil du hast schon die ersten Schweißperlen. Also Schiedsrichter, manchmal sind die ja auch, die helfen manchmal. Also wenn man die Stirn von Brownie sich so anschaut, spricht das schon nach blanker Panik. Nein, es war definitiv die Wärme am Grill. Ich bin ja druckresistent. Die Hälfte des Öls. Also ich weiß nicht, soll man die halbe Pulle da reinkippen, glaube ich jetzt nicht, ne? Ach so. Also 6 Löffel Öl, davon die Hälfte gibt für mich 3 Löffel. Das oben habe ich noch gar nicht gelesen. Also 3 Esslöffel. Also lesen hilft. Ja, da habe ich gefehlt in der Schule leider. Du machst mir irgendwie den Eindruck, wie wenn du das Rezept schon mal gekocht hättest. Nein. Sicher? Sicher. Dieses Lächeln. Ich koche gerne eigentlich und ich habe mich viel mit so Netflix-Serien beschäftigt. Ja, so von Koch zu Koch spürt man manchmal so Gefühle zu Rezepten und auch ein bisschen Talent. Cheesesteak ist ja eigentlich echt einfach. Man muss ja eigentlich nur das Gemüse anbraten, das wieder rausnehmen, das Fleisch anbraten, dann wieder das Gemüse dazu machen, Käse überbacken, also drauf machen und dann ist ja eigentlich so gut wie fertig. Das hätte ich nicht besser erklären können. Ja, der Pante, der hat ein ganz schönes Tempo vorgelegt. Ich muss sagen, da war ich schwer beeindruckt. Ein Polo hier, so ein leckeres Philly Cheesesteak, hä? Alle Gerichte gibt's auf penny.de/grill. Kleiner Tipp von mir, wenn du nächstes Mal ein Hotdogbrot nimmst, wenn du das jetzt so essen willst, dann sappert das ja überall raus. Auf dem Rezept stand, aufschneiden wie Brötchen. Und ich schneide ja Brötchen ganz auf. Ein Brötchen schneidet man eigentlich so auf, weil man eine Präsentationsseite hat. Ja, da habe ich mich schon mal gefragt, kurz, ob ich hier so richtig bin. Richtig zufrieden bin ich gerade. So, ich mache jetzt hier mal die Brötchen. Ja, kann ich auch oben auf den Grill legen, ne? Brownie, Was denn? Und ich dachte eigentlich, dass der Brownie alles unter Kontrolle hat, aber dann ist unser Schiri schon eingesprungen. Wir wollten eine kleine Kruste haben. Sind das noch Röstaromen oder? Da muss man schon wirklich sehr unachtsam sein, dass das so krass passiert. Also als ich da gesehen habe, die Brötchen verbrannt, wusste ich, das machen wir heute. Drüben wird schon angerichtet. Ja, ja. Deswegen gebe ich euch jetzt noch die letzten 5 Minuten. Fünf Minuten? Na, das Fleisch soll ja nicht roh sein.
Schütze, wie machen sich denn die Nürnberger Bratwürstchen? Die Bratwürstchen da drüben machen sie nicht so gut. Komm, mischen. Nicht so mischen. Jetzt mischen, mischen. Ja. Das ist ein Armutszeugnis, oder, ja, was die da machen? Zu viel Sicherheit wollen wir euch geben. Wir dürfen auch mal ihren Spaß haben. Ihr spielt auf Taktik. Boah, das sieht richtig gut aus. Ich freue mich auf, dass meine Arbeit ist. Drei, zwei, eins. Schluss. Guck mal, was da alles runterhängt da drüben. Ja, also, ja, es muss ja so sein. Es muss so sein. Habt ihr schon mal in Philadelphia ein Sandwich gegessen? Ich war leider noch nie in Philly, nee. Ja, siehst du? Nee. Nee. So wird's gemacht dort. Nein, ich war noch nie in Philadelphia. Das ist ja so lecker. Gab's einen kindlichen Blick gerade. Ja. Ist es gut gewürzt? Wollt ihr noch ein bisschen würzen, oder? Nö. Gehen wir rüber. Mhm. Ist ein bisschen rustikaler. Ja, ein bisschen handwerklich nicht ganz so. Sieht nicht so leicht zu essen aus irgendwie. Ja. Ha. Fleisch frisch geschnitten und zäh. Mhm. Wenn man Fleisch vor sich hat, dann hat Fleisch eine Faser. Schneidet man das mit der Faser, dann ist es in der Regel ein bisschen zäh. Wenn man aber die Kante hat und sie so bricht, dann wird es lecker. Die Punkte nach dem Hauptgericht. Von mir gibt es satte 9 für den KHC. Auch bei mir 9 Punkte. Schmeckt wie von einem professionellen Foodtruck. Wow, dafür kann man sich mal abklatschen. Ja. Schauen wir mal, ob es vielleicht noch besser wird. Bei Nürnberg von mir gibt es allerdings nur 7 Punkte. Gute 7 Punkte. Mit ganz, ganz viel Lieben. 7 Punkte. Ah ja, das ist okay. Es geht. Damit geht der KLC nach dem Hauptgericht in Führung. Ja. Ja. Wir sind bereit für die Nachspeise. Es gibt was Süßes, aber Achtung, es gibt Kuchen vom Grill. Meta, wie funktioniert das denn? Klär uns auf. Ja, backen ist was super Tolles, zwar nicht kochen, aber so ein schöner Buttermilchkuchen vom Grill mit Kirschen, der macht Spaß. Und deshalb sage ich, los geht's. Der Mixer, den habe ich versteckt. Das heißt, hier wird Eiweiß von Hand geschlagen. Weil wenn ich es kann, solltet ihr es schon längst können. Schwingbesen in die Hand. Also ich bin ja selber so ein Challenge-Mensch. Und gerade wenn die Jungs so angeben mit ihrem Muckis, dann sollen sie es doch beweisen. Auf die Plätze. Komm, du machst hier. Ich fertig. Mach das Rezept. Ja, das war's schon mit dem ersten Ei. Dicky. Das geht schon mal nicht. Sobald das Gelb kommt, lässt sich das Eiweiß nicht mehr schlagen. Ich muss sagen, beim Dessert, denke ich, haben wir unsere Arbeit besser aufgeteilt. Habe ich auch mal mitgeholfen tatsächlich. Das musst du richtig schlagen und das wird richtig anstrengend. Also viel Spaß. Also hier geht's schon ans Schlagen. Ja, wenn man ehrlich ist, dann hatte ich auch echt keinen Bock drauf, das zu machen, weil ja, es ist einfach anstrengend. Schüssel anwinkeln und dann richtig raufschlagen. Richtig, hat sie gesagt. Was ist denn da nicht richtig? Das war ja fast genauso wie bei mir. Das Wichtige, wenn man Eiweiß schlägt, ist natürlich Geschwindigkeit und natürlich Luft, Höhe, Bewegung. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt aber ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Du wechselst schon. Ja, wir wollen ja bei der Qualität bleiben. War böse. Also habe ich das Workout für heute weg. Das war Eiweißshake nachher trinken. Jetzt weitermachen, weitermachen, weitermachen. Stoppen, ja? Nein. Die soll steif sein. Also das war ein absoluter Kraftakt. Er hat auch gesagt, er krampft jetzt gleich, aber er hat es durchgezogen. Da sage ich Chapeau. Gib mal ein bisschen Gas. Ich muss mal wechseln hier kurz. Soll ich wechseln? Komm. Was muss ich machen? Das ist smart. Hier rühren einfach nur, ne? Weil die Kölner, die haben auch schon ein gutes Tempo verfolgt, aber die haben sich abgewechselt. Bei uns hat der Justus eigentlich das ja alleine durchgezogen, also hätten wir rein theoretisch die Challenge gewinnen müssen. Einmal bitte hier, ein bisschen. Wow, das sind Schiris, so. Boah, ist das ein Luxus. Gut, der Ehrgeiz spielt schon ganz schön rein. Auch, vor allem, wenn man sieht, dass drüben der Justin drüben die ganze Zeit rührt wie so ein Irrer oder schlägt. Und dann will man schon mithalten. Haselnüsse im Mixer, ja, Mixer haben wir ja keinen, ne? Nee, das ist dein Mixer, steht rechts neben dir. Ich hatte noch nie so viel Spaß, Haselnüsse klein zu hauen wie heute mit dem Topf. Das hat auch ganz schön gescheppert, habe ich mir sagen lassen. Der Thomas hat ein paar Probleme gehabt. Aber gut, wir hatten ja keinen Mixer.
Jetzt pfeift er auch noch. Es ist heute ein Unentschieden. Geht wieder. Eiweißshake getrunken, Magnesium genommen. Als nächstes kommt noch die Füße und muss noch ein bisschen ausmassieren. Richtig viel Butter in die Form. Oder was? Ja, alles einschmieren. Richtig. Nee, mit der Hand einfach. Guck mal, es gibt auch einen Pinsel. Ja, was soll ich jetzt damit machen? Ein Butter. Wie viel nehme ich denn da rein? Ja, nach Gefühl. Ach so, ab ich kleine weiß. Tipp von mir, lass den Pinsel. Nimm Haushaltspapier oder deine Finger. Ja, ich nehme meine Finger. Du kommst so nicht in die Ritzen. Ja, in diese. Dachte ich mir. Wer hat den Tipp gegeben? Ich weiß es nicht. Wenn du dich da ans Rezept hältst, wird das der Lieblingskuchen von jedem Date. Jedem Date? Ja, jedem. Bin so nicht. Man kann ja auch seine Dame schon daten, die man schon hat. Mach mal den nächsten Kuchen, kriegst du. Ein bisschen schneller. Jawohl. In der Küche sagt man immer, oui, Chef. Oui, Chef. Mann, ey, da kommt ja nichts drin, Alter. Ich rühre mir hier einen Wolf, Alter. Du sagst langsam rühren hier. Bei dir kommt kein Mehl an. Von der Seite klopfen ist besser. Ich lass mir nichts sagen von den Jungs. Wir machen jetzt Eiweiß. Das wird jetzt lustig. Nie gemacht. Ich hab's immer nur gesehen. Was ist unterheben? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das war so einfach unterrühren, ne? Also, weiß ich nicht genau. Ich verteile lieber nicht die Kirschen auf dem Ding. Ich mach das. Ich weiß immer nicht, was für eine Menge mache ich, zu viel, zu wenig. Dann lasse ich das immer die anderen machen, dann bin ich nicht der Depp am Ende. Ofen ist auf 200 Grad eingeheizt. Wie lange braucht er? Halbe Stunde. Wenn er perfekt gemacht ist, 30 Minuten, sonst 40 bis 50. Bei euch auch bitte rein jetzt. Damit er unten nicht schwarz wird und anbrennt, ist so eine kleine Form oben drüber. So. Und zu. Genau. Also ja, ich würde schon sagen, dass ein Kuchen grillen schon männlicher klingt als ein Kuchen backen. Boah, Meta, ich muss sagen, das riecht schon richtig gut, oder? Das ist das Tolle am Backen. Ich glaube, wir sind beide fertig. Schauen wir nach. Schau mal rein. Hm? Machst du auf? 3, 2, 1. Boah. Boah. Wow. Und Achtung, heiß. Sehr heiß. Schmeckt der so gut, wie er aussieht? Oh, ja. Oh. Hat der Pante gut gemacht. Wir können hier auf jeden Fall schon mal festhalten, der Kuchen ist flacher. Es gibt Unterschiede, aber auch gut. Wir gehen jetzt an die Punkte. Wir starten mit den Punkten. Für die Nürnbergern von mir gibt's 9 Punkte. Von mir 8 Punkte. Danke für immer. 9 Punkte. Das ist ja super, wirklich gut. Nicht schlecht, oder? Erstmal nicht schlecht. Also ich war schon sehr stolz, dass das auch aussah wie ein Kuchen tatsächlich. Ich war aber auch so ein bisschen enttäuscht, dass unserer so flach war und der von den Kölnern dann doch das Stück höher war. Aber die haben, meiner Meinung nach, haben die einfach beim Backpulver beschissen. Wir machen weiter mit den Punkten für die Kölner. Aber da muss ich sagen, es gibt nichts zu meckern. Glatte 10. 10. Habe ich noch nie gemacht. 10. Oh, ja. Da fühlt man sich schon gut. Ich habe auch mitgearbeitet. Da wusste ich schon, okay, das haben wir jetzt auch verdient. Das macht eine Gesamtzahl von 57 Punkten. Damit gehen die Kölner erstmal überhaupt auch insgesamt in Führung und legen die Messlatte richtig, richtig hoch. Diese Haie können wirklich kochen. Köln fehlen am Ende nur 3 Punkte zur Maximalausbeute. Und die Nürnberger zeigen, dass sie mehr auf Lager haben als nur Würstchen. Aber Köln, einfach eine Klasse für sich. Von 60, 57 Punkte zu holen, das war schon Wahnsinn. Und dass es so gut geschmeckt hat, das freut einen dann natürlich auch. Und wieder erst die Tabelle mundet. Köln übernimmt die Führung, Nürnberg dahinter. Das war wirklich Champions League am Grill. Ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es war eins der besten Duelle, was wir jemals hier bei der Penny Eishockey Grillmeisterschaft hatten. Jungs aus Köln, schnuppert das schon so ein bisschen nach Saisonsieg? Ich rieche den Sieg irgendwie. Sag mal, wir sind optimistisch, glaube ich, mal so. Drückt ihr den Kölnern jetzt die Daumen, dann habt ihr zumindest gegen den Staffelsieger hier verloren. Off-Cam nur. Off-Cam. On-Cam geht es hier aber in der nächsten Woche weiter, denn die Penny Grillmeisterschaft ist ja noch nicht am Ende. Für heute sagen wir aber tschüss. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.